ich bin Elli und ich bin mal wieder mit euch in der Schweiz unterwegs. Diesmal in der UNESCO-Biosphäre Entlebuch. Das ist relativ mittig, würde ich sagen, in der Schweiz. Ich habe hier so einige Tageswanderungen vor. Eigentlich wollte ich ja hier in der Schweiz den Vier-Quellen-Fernwanderweg machen. Da aber eine Arctic Warrior Party stattgefunden hat, die genau in diesen Urlaubszeitraum gefallen ist, musste ich meine Tour umplanen, weil ich jetzt einen Tag zu wenig habe, um diesen Fernwanderweg durchführen zu können. Und deswegen habe ich umgeplant und ich werde mit euch alles Schöne in dieser Umgebung hier erkunden. Und heute geht es für uns zur Aare-Schlucht. Das ist eine der schönsten Klammschluchten in der Schweiz. Ich glaube, sie ist so um die 2 Kilometer lang, diese Schlucht. Soll aber ganz schön imposant sein. Auf der Fahrt hierher war es erst so ein bisschen träge, ermüdend. Als ich dann aber die Berge gesehen habe in der Ferne, ging mir total das Herz auf. War richtig voller Vorfreude. Und kurz vorm Campingplatz musste ich dann auch noch mal an einer sehr, sehr schmalen Straße mit unglaublichen Abhängen fahren, die halt als Umleitung dient, da die normale Straße gerade eine Baustelle ist. Da habe ich auch nicht schlecht geguckt. Alter, was war denn das für eine Straße? Ich bin dann hier zum Campingplatz Torbach gefahren. Ein unglaublich schöner Campingplatz. Also als ich ankam, war ich total überwältigt. Das ist so unfassbar schön hier. Ich bin gerade angekommen, natürlich viel zu spät. Aber guckt euch das mal an hier. Wo bin ich? Ist das nicht wunderschön? Und der Campingplatz, schön mit Sonnenuntergang. Richtig toll gelegen. Auch hier nochmal ein schöner Berg. Einfach nur schön. Ja, und viel war dann auch gar nicht mehr. Also ich habe das Zelt aufgebaut. Ja, dann habe ich es mir richtig gemütlich gemacht, schön eingerichtet. Und die Sonne ging dann unter und bin dann auch recht schnell schlafen gegangen. Ja, und jetzt gucke ich, dass ich hier aus diesem Zelt rauskomme, dass ich mich fertig mache und wir loskommen. So, ich habe jetzt alles zusammengepackt und habe ungefähr so eine Stunde Fahrt. Es ist so irre, diese Berge, wie die sich vor mir auftun. Das ist echt heftig. Ich freue mich schon richtig auf den Weg jetzt. Kommt auf jeden Fall gerne mit. Ich bin echt gespannt, was heute auf uns wartet. Gefahren bin, wo ganz viele Kühe langgelaufen sind. Weiter auf der Panoramastraße hier. Oh Gott, ist das hoch. Oh, ich komme kaum voran. Es gibt so viel Schönes zu sehen hier. Oh, die sind so süß. Schön, richtig schön. Aber jetzt geht es erstmal weiter. Sonst kommen wir ja nie an. Und keine 2 Kilometer weiter muss ich schon wieder anhalten, um euch das zu zeigen. Das ist ja eine Aussicht hier. Das ist der Wahnsinn. Ist das nicht schön hier? Die Berge, Wahnsinn.
echt eine coole Gegend, wo ich jetzt bin. So cool hier zu fahren, echt. Aber schwierig, definitiv schwierig. Überall Bremsspuren, ey. Das ist, in jeder Kurve siehst du eine Bremsspur. Ich bin im dritten Gang bis 6000 Umdrehungen teilweise. So schnell fällt man hier runter. Es ist nur unfassbar, wie schnell man hier auf hohe Geschwindigkeit kommt. Was eine coole Straße. Also ich glaube auch für ein Motorrad würde das richtig Spaß machen. Und ein Fahrrad an sich auch, aber da muss er halt auch erstmal hochkommen. Hat er jetzt so um die 1160 Höhenmeter, glaube ich, der Pass. Ab nach Interlaken. Ich komme aus dem Staunen nicht raus. Ich habe mal wieder keine Ahnung, wo ich hier bin. Ist ja der Wahnsinn. Richtig cool. Der Parkplatz ist umsonst und die Aresschlucht kostet 10 Franken. Also finde ich auch völlig in Ordnung. Und jetzt folgen wir diesem Fluss, der Are. Hier ist viel los, aber ich hoffe, ich fange das für euch so ein, dass ihr mit mir hier allein seid. Thank you.
endlich mal eine Bank. Es ist so laut hier, das ist so der Wahnsinn. Aber ich mag das Rauschen total gerne hören. Für euch nur ein bisschen schwierig, mir dann noch zuzuhören, aber ja, mit diesen wunderschönen Geräuschen für mich und dieser Aussicht hier auf die Felsen mache ich jetzt erstmal eine Brutzel. Traumhaft schön hier. Aber wirklich sehr viel los. Ich meine, es ist auch unglaublich warm heute. Ich glaube, 32 Grad haben wir. Und dann ist natürlich so eine Schlucht ganz cool, weil hier ist es schön kühl und schatten. Also ich kann euch sagen, hier im Berg ist es schweinekalt. Ich habe richtig Gänsehaut überall. Und kaum kommt man raus, oh, kommt die Wärme. Und es ist so, so schön für mich. Leute unterwegs, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also es ist gerade für mich eine absolute Kunst, das hier so zu filmen, als wäre hier niemand außer ich. Und da muss man sich immer so eingeengt hier irgendwo hinstellen, damit die anderen Leute nicht vorbeikommen. Weil es ist halt sehr schmal hier. Es war für mich noch nie so schwer zu filmen. Also das ist schon echt abgefahren. Uiuiui. Mal höher hier. So schön. Aber halt voll. Ohne Ende. So langsam kriegen wir eine Höhe, bei der es mir so ein bisschen gruselig wird. Zumal ich ja in der Luft stehe. Also ist nicht so weit vom Felsen weg. Das ist schon komisch. Und am Ende der Abendschluss kann man dann auch schön was Eiskaltes trinken oder auch was essen mit einem wahnsinnig schönen Ausblick. Ach, die Berge sind so toll. Und Cabby auf, weil jetzt geht's ganz lange durch die Sonne. Eingecremt habe ich mich auch nochmal. Verdammt warm. Also wirklich schweineheiß. So, in dem Dörfchen da hinter mir habe ich noch ein bisschen was eingekauft. Und ich habe jetzt mich mal auf Komoot ein bisschen umgeschaut. Das Problem ist, dass man hier so völlig umgeben ist von Bergen. Es gibt einen Weg, der hier durch dieses Tal geht, aber dann würde ich noch so um die 12 Kilometer machen heute.
Ja, und dementsprechend habe ich mich jetzt entschieden, die Aresschlucht auch wieder zurückzulaufen. Macht halt wenig Sinn, jetzt irgendwie einen riesen Umweg zu machen. Zumal es ist auch schon 3:15. Bis ich die Aresschlucht zurückgelaufen bin, ist es schon 4:45. Dann habe ich noch eine Stunde Autofahrt vor mir. Weiß ich nicht. Also ich glaube, ich werde dann eher zurück zum Auto gehen und werde dann noch mal was anfahren, was ich auch gerne sehen möchte. Ja, dafür muss ich jetzt auch erstmal wieder hoch zur Aresschlucht. Das Dorf lag da unten. Ja, es ist verdammt warm. 32 Grad. Die Sonne knallt ein bisschen anders, also mich zieht es sogar schon fast wieder in die Schlucht. Jetzt habe ich aber einen Wanderweg entdeckt, der zum Westeingang gehen soll. Vielleicht nehme ich auch den. Geht auf jeden Fall mächtig hoch. Hier sind auf jeden Fall keine Leute unterwegs. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen die Schnauze voll von Leuten. Es war mir heute ein Tick zu viel. Ich bin froh, wenn ich weg von Menschen und Straße bin. So, mal gucken, was wir auf diesem Weg so Schönes sehen. Okay, ich habe nochmal auf die Komoot geguckt. Es geht ja durchgehend an der Straße lang. Und das ist unfassbar laut hier. Merkwürdiges Hin und Her bei mir heute. Aber ich laufe jetzt doch wieder runter und versuche die Schlucht wieder zurückzugehen. Ja, und ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade keine Lust, hier die ganze Zeit an so einer vielbefahrenen Straße mit dem Smog lang zu laufen. Ich glaube, ihr versteht das. Oder? Ja, deswegen, es geht jetzt wieder zurück zur Schlucht. Wunderbar, man darf auch mit dem Ticket wieder zurücklaufen. Ja, ich glaube, für heute ist es definitiv die richtige Entscheidung. Hier ist es gleich gefühlt 10 Grad kühler. Ja, fühlt sich definitiv besser an als so ein Straßenwanderweg. Oh, herrlich, hier kommt auch so ein richtig schöner Wind durch. So ein richtig kühler, frischer Wind. So langsam akklimatisiere ich auch wieder. Oh, herrlich. Was ist denn das für eine Höhle? Das habe ich vorhin überhaupt nicht gesehen. Manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, nochmal zurückzulaufen, denn man sieht alles nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Und vielleicht entdeckt man dann Dinge, die man in der Aufregung bei der Hintour noch nicht gesehen hat. Okay, das ist abgefahren. Also das da drüben sind Kavernen, und zwar aus dem Zweiten Weltkrieg. Die wurden 1940 errichtet als militärische Anlage, und eine davon war größer, diente als Schlafkaverne für insgesamt 185 Offiziere. Daneben die kleinere, da waren Büros drin und alle technischen Anlagen. Hättet ihr das gedacht? Unglaublich, oder? In so einer Schlucht einfach da reingezimmert. Ohne Witz, das habe ich vorher nicht gesehen. Überhaupt nicht. So unfassbar hoch. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Und hier geht es so ungefähr 8 Meter schätzen. Geht es hier runter. Und man läuft ja genau darüber, ne? Ist einfach nur so am Felsen dran gemacht. Das heißt, man kann hier permanent durchgucken und man läuft genau über dem Wasser. Und was auch richtig schön ist, da die Lamm um 17.30 Uhr schließt und es jetzt 4:30 ist, sind die meisten natürlich schon durchgerannt und ich bin so gut wie allein und das tut gerade richtig, richtig gut. Unfassbar, mit was für einer Wucht dieses Wasser hier so durchfließt. Das ist echt der Wahnsinn. So krass. Schon bin ich wieder am Ende und hier kommt eine Hitze. Halleluja. Man wird richtig erschlagen. Ja, war sehr schön, nochmal so zurückzulaufen. Also ich bin richtig froh, dass ich das so jetzt gemacht habe. Ich hätte nicht gedacht, dass es so heiß wird, wenn ich in der Schweiz bin, aber gut. Mal gucken, wie die nächsten Tage dann werden mit solchen Höhenmetern, die ich vorhabe, und Kilometern. Einfach wahrscheinlich ein bisschen früher starten. Aber zur Aresschlucht kann ich sagen, lohnt sich unfassbar. Finde ich auch echt nicht teuer, den Eintritt mit 10 Franken. Also ich würde jetzt mal schätzen, in der Woche ist es eher so zum späten Nachmittag perfekt, um nicht gestresst hier durchrennen zu müssen. Das war geil. Ich habe mir jetzt noch so einen kleinen Wurstlersalat gekauft für später. Und vielleicht schaffe ich es jetzt noch dahin, wo ich gerne hin möchte, weil so
Ein paar Schilder haben mir verraten, dass das auch um 17.30 Uhr schließt. Es ist ein wahnsinnig schöner, großer Wasserfall. Den würde ich gern noch sehen. So, und wenn das nicht schweineteuer ist, mit der Bahn da hochzufahren, dann würde ich es machen. Das ist richtig frisch hier. Man kann hoch und runter fahren, aber ich habe jetzt nur hoch gekauft. Es soll auch einen schönen Wanderweg wieder runter geben. Man kann auch ganz da hoch, wenn ich das richtig gesehen habe. Das möchte ich jetzt natürlich auch machen. Deswegen verweile ich jetzt ein bisschen, bis sich das legt. Ich hab's geschafft. Meine Güte, ist das schön hier. Es ist irre kalt tatsächlich in der Nähe des Wassers. Da kommt so ein richtig eiskalter Wind entgegen. Kaum geht man ein paar Meter weg, erdrückt einen wieder die Hitze. Es ist schon ganz schön abgefahren heute. Das ist eine schöne Aussicht. Wirklich traumhaft schön. Und ich habe alles für mich allein. Das ist so... Oh. Also, gegen späten Nachmittag, Abend ist hier alles ruhig. Und hier kann man es ja wirklich machen, dass man sogar mit der letzten Bahn nach oben fährt. Und dann halt den Rundweg runter macht. Es gibt einen kurzen, der geht so 30 Minuten. Und es gibt einen langen, der geht eine Stunde. Finde ich beides total easy und machbar. Ist doch ein entspannter Weg. Noch ein bisschen Wald tanken. Ist ja auch nur ein bisschen steil. Aber der Weg ist super. Schön breit. Und geht jetzt steil ab. Jetzt muss man hier durch eine Wiese von Eseln. Das ist doch cool. Dann wollen wir mal den Eseln Hallo sagen. Süß die beiden, oder? Ich finde es irgendwie schön, dass man hier in der Schweiz durch irgendwelche, wie nennt man das, Gehege von Ziegen, von Pferden, von Kühen. Ich finde das richtig cool. Und jetzt auch noch Esel. Ist doch schön. Einfach am Wasser entlang. Richtig cool.
irre, wie auch hier sich das Wasser so durchgräbt. Ich habe auch einfach heute einen ganzen Akku leer gemacht von der Kamera. Sonst schaffe ich das immer nur in 2 Tagen. Aber heute gibt es ja so viel zu sehen. Oh, ich war gerade übereilig und habe wieder die Höhenangstklatsche gekriegt. Ich dachte einfach nur, die Seite ist doch super schön und da geht es ja schon ganz schön runter. Ich habe aber nicht gedacht, dass wenn ich hier runter gucke, es ein bisschen tiefer geht. Oh. Ich kann es akustisch gerade überhaupt nicht einordnen, ob einfach nur das Wasser solche Donnergeräusche macht oder die Wolke da, die so langsam über den Berg hier lang kommt. So, ich bin wieder im Dorf. Gleich bei meinem Auto. Und dann geht's zurück zum Campingplatz. Übrigens heißt der Ort Mieringen. Jetzt fahren wir wieder über diese wunderschöne Panoramastraße zurück. Es ist auch schon 18 Uhr, also so langsam möchte ich auch Abendessen. Also es ist wichtig, dass wir jetzt heile nach Hause, wollte ich schon wieder sagen, zum Zelt kommen. Und schwuppdiwupp bin ich im Zelt. Und ich glaube, ich werde es noch sturmfest machen, weil da kommt eine sehr schwarze Suppe auf mich zu. Da der Wind die Seite extrem eindrückt, habe ich gedacht, ich stabilisiere da noch mal ein bisschen. Es wird auch immer dunkler. Es ist ganz schön kalt und übertrieben windig. Jo, es hat gerade richtig laut gedonnert. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Zeit, bis es regnet, weil ich kann hier nicht mal im Vorzelt kochen. Das ist zu schmal. So, heute gibt es Tortellini mit Tomaten, lecker Pesto und Mozzarella. So, jetzt wird gegessen. Das Gewitter scheint nicht sich richtig zu entwickeln. Das ist gut so. Hier am Campingplatz habe ich ja WLAN und dementsprechend bin ich erreichbar. Und ich habe gerade erfahren, dass ich nicht bei Seven dabei bin. Ich freue mich aber tierisch für Hannah Asil. Die ist es nämlich geworden. Glückwunsch, liebe Hannah. Und Affe auf Bike. Damit habe ich auch tatsächlich gerechnet, denn Hannah hat 82% oder 84%, glaube ich, bekommen. Ich nur 74%, was ich immer noch total irre finde und richtig dankbar für bin, weil dadurch war ich sozusagen auf dem 2. Platz von allen Frauen unter 10.000 Abonnenten. Das hat mich sehr geehrt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die beiden sich dann schlagen werden. Und natürlich bin ich auch ein bisschen traurig, aber es ist gut, dass ich die Nachricht im Endeffekt jetzt höre, weil hier kann ich super gut abschalten und auch darüber nochmal nachdenken, einfach weitermachen und ich werde sicherlich trotzdem irgendwann mich mal wieder für irgendwas bewerben. Mich reizt einfach dieses Grenzentesten, was ich da machen könnte, weil wenn ich das alleine mache, ohne einem richtigen Sicherheitsteam dahinter, dann wäre das komplett hirnrissig. Ich habe definitiv nicht die Kohle, um so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Ideen hätte ich, aber es mangelt einfach total am Finanziellen. Und ich bin halt so dankbar dafür, dass Fritz oder auch ein Otto einem halt die Chance geben, überhaupt an so einem Projekt teilzunehmen durch die Wildcard. Und das war halt auch für mich so der Wendepunkt, wo ich gesagt habe, okay, dann wäre das die Möglichkeit, ja, so Kindheitsträume oder auch erwachsene Wünsche, wie man mal Grenzen testen könnte, ja, anzugehen, ne? So, ich werde jetzt mein Abendessen genießen und einen ruhigen Abend mir machen. Ich möchte auch früh schlafen, da ich ja früh aufstehen möchte morgen. Ich hoffe aber auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Däumchen da oder schreibt was in die Kommentare. Es würde mich riesig freuen, euch auch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine gute Reise. Kleiner Fun Fact. Ich sagte zu jedem, dass wenn ich die Wildcard bekomme, werde ich Durchfall haben. Instant. Vor Aufregung, vor Nervosität. Aber das wäre so meine erste Reaktion gewesen. Und was habe ich jetzt, obwohl ich die nicht bekommen habe? Trotzdem Durchfall. Kann man mal sehen, ne? Das, ich hab wirklich richtig gebrannt dafür, dass sogar mein Körper verrückt spielt.